Hier und willkommen zur zweiten Folge von FTB Infinity Evolved. Ja, direkt nach der ersten Folge auf, direkt nach der ersten Folge die zweite aufnehmen, weil ich hab Bock drauf. Soll ich Stone? Das brauche ich jetzt, und Stone hatte ich da auch gefangen, genau hier. Ich muss direkt zwei Öfen machen. Einmal Erze, einmal Essen. Und ich habe noch keine Erze auf zum Braten, die hole ich mir jetzt so. Mal weg hier, Leute. So, während das ins Brät, hole ich mir schon mal das mit Fidel Sticks. Schon mal ein paar Sticks wieder. Da. So, neue Spitze. Das lasse ich da. So, dann nehme ich mir so ein bisschen was mit. Puh. Sofort alle, okay. Hier kurz Verschnellerung. Da bin ich wieder. Boah, nee. Ich würde schon, lass ich das mal. So, wo war es jetzt? Ich hätte mir vielleicht an der Höhle auch nochmal markieren sollen. Was hier? Nee. So. Gucken, es ist ein bisschen viel hier drumherum. So, jetzt bin ich ungefähr drunter, ne? Das müsste ich eigentlich. Warte mal, wie viel bin ich denn? 25. Dann wollte ich mich mal etwas nach oben. Genau, hier ist nämlich. Hier ist es. Das ist einfach so Lack und das ist direkt Saphir. Ja, sowas kann ich mir nämlich nicht abbauen, ne? Nee. Aber gut, da war schon eine Höhle. Und direkt Eisen. Wunderschön. Und wenn man auf der Karte achtet. Nee, Creeper. Eisen. So. Perfekte Creeper. Da oben noch Eisen. Perfekt, dass hier alles rumhängt an Eisen. Alter Schwede. Finde ich aber gut. Kann ich nicht meckern. Ich muss nur hoffen, dass hinter mir ist keiner kommt, dass es kein Clipper oder was auch sonst gibt. So, diesmal habe ich mir vorgenommen, dass ich 25 Minuten aufnehme. Also bis. Oder 20 Minuten. Also guck mal, wie ungefähr. Ich schätze mal so 25 Minuten. Was haben wir hier? Leatherite. Kenne ich nicht. Was ist das? Was ist das da hinten? Naja, das ist auf jeden Fall Eisen. Das hole ich mir jetzt aber nicht. Das Eisen ist mir dann zu gefährlich. So. Ach, das ist was? Ich habe mich gerade gewundert. Was mit Mistaspeak umändert, weil das Wasser erkennt man kaum. Und ich finde das Mistaspeak ganz passend zu dem Modpack. Weil hat das so voll diese. So eine ruhige Atmosphäre gibt, dieses Resource-Pack her. Ja, komm, sage ich das, kommt jetzt mal zu mir, will mich ficken. Hat das sogar auch fast geschafft.
So, Kohle brauche ich auch. Habe ich jetzt was vergessen? Ich war jetzt nur auf Eisen fixiert. Oh, ich mal 24. Das ist schon mal genug für eine volle Rüstung. Finde ich gut. Und hier geht es direkt weiter in eine Höhle. Ja, perfekt. Direkt so eine Riesenhöhle gefunden. Freut mich. Und auch schon 2 Wegpunkte gesetzt. Da ja, das Rucki-Zucki Modpack. Es kann natürlich auch gut sein, dass ich mal eine ganze Woche aussetze mit dem Modpack oder mit irgendwann mit Videos. Das ist, wie gesagt, wie ich Bock auf Videos habe. Ich habe ja auch noch viel mit Schule zu tun zurzeit. Ist nicht so, dass ich 10. Klasse bin und viel Tests und Klassen und so schreibe. Also nicht, dass ihr euch wundert. So, Kohle und Iron Ore. Da ist Iron. Ich glaube, ein bisschen hört man es an meiner Stimme, dass ich 10. Klasse bin. Weil die hört sich halt so an, ist echt ein Stimmbruch. Was ja auch nicht, was ja auch keine Neuigkeit wäre. Also ja, ich bin so im leichten Stimmbruch. 28. Irgendwo einer fehlt. Komm, irgendwo muss noch einer sein. Da ist Kohle. Sorry. Da haben wir noch was. So, die kommt dann immer noch mit. Dann haben wir noch etwas Kohle vorne, die dann an der Wand hängen. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Muss mir auch nochmal einen Wegpunkt setzen, wo der Gang nach oben ist, aus der Höhle raus. Weil sonst verhöre ich mich hier zu sehr. Ich kann mir jetzt eigentlich gut Sachen merken, aber nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, ich weiß jetzt, ich wollte Kohle mitnehmen, tue ich gleich noch. Also ich erstmal glaube, das hier war es, richtig? Genau. So, ich mache jetzt das längere Namen, damit ich auch genau weiß, was das ist. So, dann holen wir noch ganz kurz die Kohle hier hinten aus der Wand raus und dann gehen wir wieder zurück nach Hause. Wo war die Kohle? Da oben, genau. Holen wir uns. Was ist das? Tin. Mama, das merken wir, wie das aussieht. Tin brauchen wir nachher offen. Ist auch ganz wichtig nachher noch. Aber machen wir erstmal zuerst Eisensachen, danach geht es dann so an die Mod-Erze ran. Ich muss mal gucken, was ich. Ich glaube, ich weiß sogar schon, was ich mir zuerst machen werde. Und die Idee ist dann sogar nicht schlecht. Kostet nicht viel und die Idee ist auch sehr schlau, was ich mir zuerst machen will. Werdet ihr nachher sehen in der Update. Ich glaube, ich werde sogar schon in der zweiten damit anfangen können. Doch locker, wenn ich zu Hause mit dem Eisen brate. Ich brauche keine 15 Minuten fürs Eisenbraten. So, nur den Weg jetzt folgen. Ich schreibe auf mein gebratenes Essen abholen, das ist schon mal sehr gut. Dann können wir nämlich in beiden Öfen Erze braten. Also ich sag mal, als erstes werde ich den Redstone-Ofen machen und als zweites ist dann die Fleischfarm. Das muss ich mir dann natürlich reingucken, weil ich war ja schon im Projekt dabei. Das war, da war, also ich habe schon gesehen, die Mods sind auf jeden Fall drin dafür. Glaube ich zumindest. Sehr informiert, ich weiß. Das ist schon ganz witzig, was ich hier laber. Redstone. Ja, der ist hier drin, ich wusste es doch. Werde ich wundern, wenn nicht, weil da gehört einfach dazu. Ja, auf jeden Fall werde ich mir dann mit bestimmten Mods betreiben. Also da fuhr ich mir noch so ein. Ich weiß nicht, Solar hieß der. Da kommen dann auch Solarpanel hinzu, die craftet man viel einfacher und da gibt es auch dann noch Stromkabel, die sind richtig einfach zu craften oder richtig billig. Und dann werde ich damit den Ofen erstmal betreiben. Dann werde ich damit mich erstmal so die Solarpanel bis auf Stufe 3 machen, dann haben wir nämlich schon mal einen Ofen, der endlich Energie hat. Dann haben wir schon unseren ersten Ofen, den ich nicht mit Kohle betreiben muss. Davon werde ich mir dann erstmal 2 machen, ein Essen, ein Erze. Und sobald ich dann die Essensform habe, die sich dann selbst alles brät, dann kann ich beide Redstone-Öfen für Erze benutzen. Also habe ich viel vor, wie ihr schon hört. Aber das umzusetzen dauert. Was ist denn hier los? Ist doch gar nicht voll so, nö. Also erstmal gucken, wie ich das mache. Mit den Türen. So, sind noch 2 Stück. Wenn die jetzt raus sind, dann kann ich das nämlich machen mit der Tür. So, Essen rausnehmen, Kohle hinzu, Eisenerz rein. Wo ist bitte mal hier? Hallo? Oh Gott, die gehen mir so auf den Sack. Ich muss unbedingt mit der Tür noch machen, dass sie nicht bei mir rein können mehr. Weil das soll nicht mein Haus bleiben. Guckt ihr mich alle so an? Ich habe nichts für euch. Was verkauft ihr so? Guckt euch das mal an. Das ist nicht mal schlecht. Was hast du so? Ich habe eigentlich schon gute Idee, wie ich das nachher noch mit verhandeln könnte. Ich verkaufe für 8 Eisensmaragde. Auf der Energies. Das ist nicht schlecht, was die verkaufen. Na gut, der ist ein bisschen teuer, finde ich. Wobei, naja. Jetzt werde ich die Zuckerrohrfarm und die Kühevorm zur Hilfe nehmen. Dann kann ich mir endlich das Markt holen und damit auch von Wildern gut traden. So, aber könntet ihr jetzt bitte mal mein Haus rausgehen? Bitte.
So, und dann kann ich. Ich habe kurz überlegt, mit der Tür kann ich das noch nicht machen, weil ich habe nicht genug Eisen dafür. Ich erstmal das Eisen sinnvoll nutzen, dann Unsinn. Und dann nicht so sinnvoll. So. Eisenspitzhacke. Eisenschwert. Was war das denn gerade? Soulspan. Wird später noch zu nutzen sein. Wahrscheinlich für Harvestcraft. Ja, piss dich doch mal. Boah, das gibt mir so auf, wie viele auch hier drin sind. Raus, alle. Raus. Nein. Alter, Hilfe. Warte, sorry, ich muss das ganz kurz irgendwie mal ändern. Ja, da sind wir wieder. Ja, so dass ich das machen musste, aber diese ging mir so auf den Sack. Ja, wie ihr seht, bin ich fertig. Da machen wir noch einen kleinen Guard. Ja, einfach mit Safari-Netzen. Also die habe ich genutzt. Dann kann ich jetzt nicht mal auf den Sack gehen, dann weiß ich mich unsere Ruhe. Die können von mir jetzt andere Häuser voll pumpen, aber nicht meins. Also das ist eigentlich ihr Haus, aber ich bewohne das jetzt. Also, wir müssen jetzt 17, dann mache ich. Noch ungefähr hin. Also ich kann sagen, ich nehme gerade die Folge auf am 20.11.16 um 16.17 Uhr. So haben wir es gerade. Ich brauche noch ein Eisen, kann ich mir einen Helm machen. Finde ich gut. So. Wie viel kostet eigentlich so eine Wooden Storage Crate? Mal gucken. Wooden Store. Was kostet? Geht eigentlich. Wie macht man die? In einem Schüssel scheinbar. Das bin ich. Aber hat das so viel Storage in der Kiste? Ja, wie eine normale Einzelkiste, also. Klingt jetzt nicht allzu viel. Kann man sich machen, aber. Gesundheit! Ist nicht meins. Und so fehlt mir noch der Helm und dann können wir wieder losgehen auf die Farm. So, die Axt können wir erstmal. Wobei die nehme ich trotzdem mal mit. Oder nicht, dass sie. Doch, ja. Na komm, mach mal schneller. Das hier. Achso, da kann ich Chance wieder claimen. Das kenne ich schon von einem anderen Modpack. Aber das war auch nicht schlecht. Also hier Friends Guide, da kann ich gucken, wer das bis jetzt mit dabei ist. Guide. Ich mach mal nach. Serverinfo. Und Client Settings. Ich kann jetzt alles neu einstellen. So. Da kommt gerade zu Ende. So. Werkbank. Ein Helmchen und dann sind wir voll Iron. Das ist gut. So, dann mache ich, warte mal, warte ich noch kurz. Hier habe ich noch viele. Mach mir nämlich noch mal einmal, damit ich mir Wasser fülle. Falls ich brenne, dann kann ich mich löschen. Das ist nützlich. Das kann echt nützlich sein. Aber gut, das ist die zweite Folge. Wir haben jetzt schon 45 gebratene Steaks und Full Iron. Und das ist doch ein guter Fortschritt. Naja, gut, das ist ja auch hier nicht. Naja, gut, ich habe auch eine OP-Höhle gefunden. Das ist ja auch normal, dass ich schon so OP-equipped bin. Und das heißt OP. Das ist ja schon nicht schlecht. So, und ich werde natürlich auch mal Livestream, aber wann, das weiß man nicht. Ich werde aber die Livestreams auf jeden Fall dann auch oben lassen auf Twitch. Vielleicht speichere ich mir die, also nehme ich die auch gleichzeitig mit auf und dann lade ich es auf YouTube auch hoch, aber das weiß ich nicht. Aber dann werde ich nicht schneiden daran. Ist ja auch logisch, weil ich glaube, ich renne keine zwei Stunden durchgehend eine Aufnahme, die eine Stunde geht, weil ich jetzt auch 80p, wobei nicht, ich streame ja nur in 720p. Stimmt. 720p 60 streame ich nur. Also mal gucken. Stream, ich denke, ich werde die dann dabei aufnehmen und dann hochladen, damit da nichts verpasst. Also die das für mich zu gucken. Vielleicht werde ich es aber direkt jetzt in der Woche streamen. Mal gucken, wie ich Bock habe. Aber ich glaube, Stream werde ich meistens nur Wochenende. Also ich werde jetzt versuchen, auch mal weniger zu streamen, dass ich nicht jeden Tag irgendwie einen Stream mache. Ich habe jetzt auch heute auch noch nicht gestreamt, ich werde auch heute vielleicht nicht streamen. Ich weiß es noch nicht, aber ich glaube nicht. Und so, Nathan nehme ich auch noch mal eine Folge auf und dann. Nach der dritten Folge werde ich jetzt schon mal die erste schneiden. Oder nehme ich dann noch eine Aufmerkung? Noch habe ich jetzt 10 Minuten. So, hier ist Cinnabar. So. Da passen wir auf. Jetzt ist das Wasser weg. Die Lava kann man schon mal zubauen. Aber die kann man ja noch gebrauchen. Die baue ich mal nicht komplett zu. Wäre nicht intelligent. So. Das sind wir da. Dann gucken wir uns mal hier hinten die Höhle ein bisschen an. So, was brauche ich für den Redstone-Ofen eigentlich? Mal kurz schon mal nachgucken. Redstone für... Wir brauchen Redstone. Klären wir uns später noch. Also wir brauchen auf jeden Fall Redstone und Gold.
Ist ja logisch, Koffer brauchen wir dazu auch noch mal. Eisen, brauche ich das und... Okay, kann ich ja schon die FDF haben. Also eigentlich so 10 Kupfer, 10 Lead, 10 Gold, 10 Redstone. Dann machen wir alles zusammen. Was ist das? Silber brauche ich nicht. Das ist das Saphir. Kann ich mir noch holen. Ich gehe auf den Hülle rein jetzt so. Lead, perfekt. Und jetzt noch 10 Stück von. Ich brauche nicht mehr als 10. Den Redstone-Ofen. Ich denn dafür? Ich weiß gar nicht. Ich glaube ja. Gucken wir mal kurz. Redstone für. So, dafür brauche ich das. Mal kurz auf den Basic-Maschinen finden, weil ich werde auf jeden Fall Basic nutzen. Da. Tin? Ja, ich brauche sogar Tin. Ich wusste es aber auch. Es war mir fast klar, so, dass ich dafür Tin brauche. Fürs Tin-Gear. Hol ich mir 4 Tin. Also eigentlich kann ich die ganze Ader hier abfarmen. Dann haben wir genug Tin. Das ist richtig geil, die Höhle. Da komme ich jetzt schon so hart. Wie gesagt, klar, es ist nicht viel, aber von Anfang an, man muss bedenken, also ich fange gerade erst an, also da kann man nicht meckern, wenn man sowas schon findet. Lab, was haben wir denn? Wie sind auf der 1,7? Brauche ich nicht. Was ist das? Saphir? Ja, und ich muss mir mal das Doppel- und Dreifach angucken. Das hinten müsste Gold sein. Richtig. Und schon mal 3 Gold. Also genug Gold für so ein Reception Coil. Finde ich gut. Machen wir jetzt noch 5 Silber. Ne, warum habe ich wieder Silber erfarmt? Aber das war eine Ecke, war Silber und nicht Tin. Oh, ich muss aber trotzdem jetzt mit Wissen nicht wegwerfen. Ich kann immer mal hin gut gebrauchen. Das ist hier logisch, ich werde es beinahe abbauen. Was ist denn das da oben? Silber. Ich muss halt immer mal wieder kurz gucken. So, ich hoffe, die Höhle ist noch groß. Hier ist nur so ein kleiner Abschnitt hier. Ist. Und ich freue mich so mega drauf. Aber ich glaube, die ist schon mal etwas größer. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass die klein ist. Silber. Als ob hier nichts mehr ist. Ich sehe, da hinten sind Monster. Viele Monster. Das ist gerade. Ja, es kann doch natürlich Nacht sein. Also. Sind wir da? Hier ist Iron Ore. So, bauen wir uns mal hier weiter durch. Und dann bauen wir uns mich nach oben und nach unten. Erst nach oben, dann nach unten. Wer oben finde, finde ich meistens mehr. Und auf die Karte etwas achten, wenn wir ungefähr unter die Monster sind. Kohle können wir auch noch mitnehmen. So. So, ich gehe mal davon nach. Oh, wobei, da hinten sehe ich auch eine Höhle oder irgendwas. Mal kurz auf die große Karte. Ich bin da. Das ist eine Art Schlucht. Hier hinten sieht es groß aus. Ich muss da lang. Ich muss also von der Staffel, die Lava hier ist, sie ist so rüber. Den komme ich aus einer. Komme ich groß raus. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie weit oben. Okay, finde ich aber schon mal gut, dass ich. Also, es ist groß. Ich brauche keine Hilfe echt. Das heißt, ich muss auch in diese Art, also so auf der Karte sieht das wie so eine Minischlucht. Gehen wir da nochmal hin und bauen uns von da durch die Wand rüber. Okay, dann stoppe ich jetzt schon mal die Aufnahme. Ich hoffe, euch hat die zweite Folge gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!